Epic Jumpman. Und damit hallo und herzlich willkommen, ich bin Günther LP und das hier ist ein kleines Let's Play zu einer Adventure Map namens Epic Jump Map. Und ich weiß gar nicht, wo es hier lang geht. Und das war nicht mal sarkastisch. Ich glaube, ich muss diesem Glowstone hier folgen. So. I'm pretty sure I was generated that way. Okay. Folgen wir einfach mal hier dem Weg. Ich habe die Map bisher noch nicht irgendwo gesehen, bei keinem Let's Play. Auch wenn sie ja von ein paar Großen gespielt wurde, aber egal. Be sure to flip levers on the left side of use left button. Left mouse button. The track so you can get to the end. Okay. Ja. Yeah. Einen habe ich schon mal hingekriegt. Und. Whoop. Zweiten. Ist ja eigentlich ganz einfach. Oh Lord. Komm, sag mal, das ist einfach, das verkackt man schon fast. Sieht aber hier ganz nice aus in der Höhle. Nice. Das ist sogar richtig awesome. Oh Gott. Nein, ich bin... Schalter verpasst. Ja, hochschieben. Nein, ich wegfahren. Mein Kart, warte auf mich. Also, mein Kart. How? Jetzt Speed! Whee! Dann jetzt... Ah, jetzt ist hier Ende. Okay. Hello. Okay. Reaches first. So you went down the pipe in version 1.1 and you found a strange bottle of alcohol. You woke up in the pipe looking similar to the one of one you were in, but is it really the same pipe you went into? Keine Ahnung. Epic Warp Zone. Epic Warp Zone. Oh, holy shit, ich sehe hier schon einiges, was auf uns zukommt. Was ist denn das da hinten? Dieser Kasten hier? Ach so, das war die Minecart-Strecke. Ach so, ich dachte, ich komme jetzt hier wieder nicht rein. Das wäre voll ärgerlich. Voll übelst extrem ärgerlich. So, ich hoffe, ihr steht jetzt auch mal die Story und die Regeln. This is the Wall of Fame. These are, oder the Wall of Folk. These are the names of people who completely my previous map. With a max score before any others. Pain bows for you. Epic jump. Ach, bla 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 bla. So. Okay. Beim Baum. Alles klar, wieso der hier steht, habe ich keine Ahnung. Welcome to Epic Jump Map Version 2.1. If you haven't played Version 1.1, be sure to check it out before playing 2.0. Naja, ich habe davor jetzt nicht gespielt, aber ich werde jetzt einfach mal hier weiterspielen. 1. Don't place or break any blocks unless told to. 2. You are allowed to break red, green and white wool. Example above, lime wool is not green. Okay. If you don't like ponies, rainbows, skidlins and happy faces, you'd better leave now and never come back. Okay, dann müssen wir weg. Tschüss. So weit kommt's auch noch nicht. So. And don't steal stuff from dispensers. Boah, magical clouds. Your score is gas tears. Also bisher ist die Hälfte des Let's Plays eigentlich nur Englisch. Oh, nice. Get your difficult to normal or hard. Ich hab doch schon die ganze Zeit auf hard. Hab ich ganz vergessen umzustellen. Aber wie krieg ich denn was zu essen? So. Do you know what this is? It's a checkpoint. Was ist das hier denn? Oh. Rainbow. Double Rainbow. Ich finde hier noch relativ easy und easy going. Juhu, Regenbogen. Oh Gott, das ist TNT. Ich hab Angst. You are not allowed to break the white wool in here. Juhu. Nom 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 nom. Hi. Aua.
So, was steht da? Put the lever on the diamond block. Okay. Checkpoint. Whoop. So, jetzt muss ich noch den Lever hier finden. Und was steht hier? Go up and get the lever. Also, ich habe das Gefühl, dass ich auch die ganze Zeit nur irgendwas vorlese. So. Schalter bekommen. Ganz easy going. Pow. So, und jetzt ab ins Wasser. Whee! Aua. Checkpoint. Also ich habe bisher noch keinen einzigen Checkpoint benutzt. Ich habe ja voll viel Skill. Nee, da ist nichts mehr. Also, pistentechnisch. Ich will ja ganz, ganz viele... Nein. Gastränen sammeln. Ich habe noch niemals einen Checkpoint hier benutzt. Nein. Jetzt muss ich nochmal alles hochschwimmen. Los. Schwimm, Günther. Schwimm. Höher. Höher. Oh Gott, ist das langsam. Frische Luft. Endlich. Ich hoffe, ich muss jetzt nicht mehr allzu viel vorlesen, wie bisher die ganze Zeit. Bisher war mir das ein bisschen zu viel vorlesetechnisch. Ich will hier jetzt kein Let's Read machen. Wobei das auch mal eine ganz coole Idee wäre, aber naja. So. It's a freaking checkpoint! Wow. Oh Gott. Irgendwo war hier gerade TNT. Ich glaube, ich will nicht wissen, wo. Okay. Nein! Nein! Alles nochmal von vorne. Scheiße. Das will ich doch gar nicht. Ich will hier lieber ein bisschen... Ja, gemütlich, ein wenig springen, und dann passiert sowas. Das finde ich ja gar nicht nett. Die Map ist voll unnett. So, wenigstens kann man hier schnell hochschwimmen, und das sieht zeitlich aus. Oh, hier war anscheinend TNT. Bam, Schaden bekommen. Hell yeah. Ich stehe voll auf Schaden. So. Nein. Ach nee, das war ja nicht mal ein Checkpoint, ne? Oh nein. Ich muss also mal zurückrennen. Schrägstrich schwimmen. Toll. So schwimmt da jetzt ein Oktopus. Verschwunden. Ah, wäre auch besser für ihn, dass er verschwunden ist. Ist jetzt was auf die Ömmel gegeben. Was kommt? Ich will das jetzt aber mal schaffen hier. Ich will jetzt nicht ständig hochschwimmen. Weil das kostet immer so viel Energie. Also Energie von mir, jetzt nicht nahrungstechnisch irgendwas. Leute. Ich hasse die mehr. Wieso leckt das da auf einmal jetzt so? Komisch. Mysteriös. Ach, die Sonne geht auch schon unter. Muss ich auch noch nachts spielen. Toll. Oh, Leute. Nachts auf dieser Map? Nicht sicher, ob das wirklich gut ist. So, jetzt kann ich nach oben schwimmen. Endlich Luft. Ich musste bestimmt 10 Sekunden lang die Luft anhalten. Mann! Wieso? Ich will doch nur eine Runde spielen und dann... Vor allem, ich habe ja schon irgendwie Zeitdruck im Nacken, weil ich ja nur bestimmt die Nahrung habe. Das macht das Ganze irgendwie... Keine Ahnung. Ein wenig anders für mich. Sagen wir es so, ich bin mir daran nicht ganz so gewöhnt. So, hochspringen. Auf die Uhr gucken. Merken, dass ich schon 10 Minuten aufnehme.
alles klar. So ein bisschen springen. Ich behandle schon wieder nicht die Themen, die ich behandeln wollte. Das habe ich im normalen Let's Play von Minecraft schon nicht gemacht. Aber ich will jetzt einfach irgendwas nennen und dann sofort mit dem Thema einsteigen. Das ist natürlich auch nicht ganz so praktisch. Ich könnte zum Beispiel irgendeine billige Überleitung machen, wie zum Beispiel... Hey! Don't trust... I don't trust the levers anymore. Okay. Run to the pressure plate and jump. Yeah! Oh, yeah! Checkpoint room. Go find the lime wool and place it on the glowstone. Ja, ich dachte, der mag jetzt keine Levers mehr. Oder Levers, wie auch immer. Nee, ich glaube, da will ich nicht hin. Da auch nicht. Da ist recht nicht. Also ich kann ja mal gerade so ein Thema bequatschen und so eine billige Überleitung machen, wie ich das von ja auch machen wollte. Zum Beispiel, ach, diese Stelle erinnert mich so an Indiana Jones, als er da auch ganz schnell langrennen musste vor diesem Stein weg. Bam. Epic. Ja gut, heißt ja auch Epic Jump Map, ne? Ja, aber so meine Lieblingsfilme sind eigentlich... Meine Lieblingsfilme sind so, ja... Darf ich das jetzt zerstören? Weiß ich nicht. Ich mach's mir erstmal nicht. Das ist eine geile Idee auf jeden Fall. Ja, meine Lieblingsfilme sind so, ja, 300, Inception. Boah, was gibt's dann noch alles? Aber jetzt überspringe ich ja auch noch eine. Wagemutig. Nein! Was gibt's denn da noch alles so für großartige Filme? Simpsons, der Film fand ich auch ziemlich gut. Aber das hängt wahrscheinlich damit zusammen, dass ich früher mal ein ganz großer Simpsons-Fan war. Oder? Hallo Zombie! Ich hatte früher sogar mal die Comics. Das ist ja schon relativ... Naja... Fanreich. Das zeigt schon so, dass ich ein Fan bin. So, ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, ich zerstöre mal... diese Wolle. Oh, Moment, bin ich schon alle Wege gegangen? Da bin ich gegangen. Da bin ich gegangen. Ach genau, hier fehlt. Da... 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 So, let's go. Und das platzieren wir jetzt mal gerade. Aber. Alter, habe ich mich gerade erschreckt, ey. Alter Falter. Muss ja vorsichtig sein hier. So. Hoch, hoch, hoch. Hoch und höher. Noch und nöcher. So, ich hoffe jetzt diese schwarze Wolle da unten, wo dieses Black Magic drauf stand. Thanks for playing. Just kidding, there's a lot more. Ich dachte gerade wirklich, jetzt die Map wäre vorbei. Check. Ach, da. Checkpoint! No more light jumps. Achso, ich dachte gerade, das Ding leuchtet auch. Aua. Egal, so muss ich wenigstens nicht den Checkpoint hochschwimmen. Hat auch so seine Vorteile. Was ich aber machen kann, ist ja wenigstens mal auf normal zu schalten. Wir hatten ja die Auswahl zwischen normal und hart. Und bei normal regeneriert man das Leben schneller. Und braucht auch weniger Nahrung. Mann. Bin ich schon wieder unten. Mit meiner Stimmung. Jump, 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 jump. So. Juhu! Let's go, wir sind oben. So, wieder mal sprinten. Da auch. Da auch. Da auch. Jetzt kommen wieder Wolken. Hua! Hua! Das ist ein Skelett, ey. Will das Ding nicht schießen? Ich wette, wenn ich runterspringe, schießt mich ab. Also, wenn ich auf die Wolke drauf bin, schießt mich ab und ich bin tot. Was habe ich gesagt? Na gut, ich bin nicht ganz tot, aber ihr versteht schon, was ich meine.
Hey, Mann. Ich hasse diese Map. Ich hasse sie. Und was ich auch hasse, sind nicht Happy Endings. Und ja, ich hoffe, es hat euch gefallen und man sieht sich auch beim nächsten Mal, wenn es heißt Let's Play Minecraft Adventure Map. Haut rein!